Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Little Big Workshop. So, die Regale sind geliefert worden, die wir in der letzten Folge noch in Auftrag gegeben haben. Der neue King Grill wird gerade hergestellt. Auch da sind wir schon wieder deutlich im grünen Bereich. Das heißt, unsere Aufteilung mit den Maschinen funktioniert auf jeden Fall. Und dann können wir, weil wir jetzt sowohl in Holz als auch in Metall relativ gute Maschinen haben. Es sind nur noch eine Plastikmaschine aufzustellen und es ist nur noch eine Metallmaschine aufzustellen. Die sind allerdings relativ teuer, die kann ich mir aktuell nicht leisten und vor allem diese Metallgieß Plus verlangt natürlich auch eine Menge Platz. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo wir sie hinbauen. Dass wir jetzt mal gleich gucken. Das war hier, weißt du, King Grill soweit fertig machen, dass der nur noch in die Montage muss. Und dann suchen wir uns mal einen schönen großen Auftrag raus, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn hier so ein super Auftrag käme. Schon wieder ein King Grill. Das ist toll, weißt du? Hier. Den würde ich gerne auch wieder machen. Ich meine, das sind 25.000 Belohnungen. Das ist eine Menge Geld. Und den Plan haben wir ja. Also insofern. Aber wir warten mal eben ab, bis hier alles gegossen ist. Wie viel hast du denn noch? Ja, guck mal, das ist ja nicht mehr so viel. Wie gesagt, wir haben 44% des Grills schon hergestellt. Wir haben noch zwei neue Helfer eingestellt, die ein bisschen latschen können. Die haben gerade nicht so viel zu tun, weil die Idee ist ja, wenn es hier eingelagert wird, dass die das dann sozusagen hier rüberschleppen. Ne? Ja, wenn wir die Zusammenbau, die Montage hier rüberholen, ne, dann würde ich hier den Plastikpart reinsetzen. Das heißt, dieses Lager wird dann aufgelöst. Und das muss dann hier irgendwo hin. Mhm. Ist klar, ne? Wird Umbau. Dann wird die Wand hier rausgerissen, dann wird da... Ja, oder? Muss ich mal gucken, wie wir es machen. Aber so ist der Plan, ne? Wie gesagt, die würde ich ja gerne auch noch hier unten irgendwo hinpacken, aber dann müsste ich das große Gebiet kaufen. Das ist dann weg, das ist dann weg. Das hier muss ein bisschen umgebaut werden. Also das darf bleiben, weil das ist das Eingangslager für die vier Holzbearbeiter. Und dann müssen wir mal gucken, Werkbänke hier hin, dann kann die nämlich aufgelöst werden hier, diese kleine. Ne? Die habe ich dann eher hier hinten irgendwo, mal gucken. Ah, das kriegen wir schon hin. Aber jetzt brauche ich erstmal Geld. Das ist das Entscheidende. Geld, Geld, Geld. Denn nur für Geld habe ich mich gequält, um es zu bekommen, wie gewonnen, so zerronnen. Dafür ging ich auf den, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Wer will, kann ja mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Lied das wieder mal rezitiert wurde. Ich meine, ich kann mir ja nicht viel merken, ne? Aber manchmal, aber nur manchmal. Der Fussel ein kleines bisschen haue gern. Was? Nein, natürlich nicht. Schon wieder ein Bildfehler. Das muss am Spiel liegen. Das ist mir jetzt bei Grounded, wir haben ja gestern Grounded aufgenommen, da war nicht ein einziges aufgeflimmert. Das muss am Spiel liegen. Weil ich habe auch keinen Grund, warum das flimmern sollte, weil das ist ja direkt angeschlossen. Ne? Ein schönes neues HDMI-Kabel. Ist HDMI, ja, ne? Oder war das DisplayPort? Weiß ich gar nicht. Also eins von den beiden. Und warum das hier in diesem Spiel immer mal wieder kurz flimmert, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Überleg mal, wenn wir davon noch zwei Maschinen kaufen. Hier müssen wir noch aufbauen. Also wir müssen noch ein bisschen was an Maschinen kaufen. Aber... Ich finde, das ist schon ziemlich effizient, was wir hier machen. Doch, das muss ich sagen. Also ich bin positiv überrascht. 20 Mitarbeiter, das ist auch gut. Jetzt sind schon 5 Grille zusammengebaut. Wie viel habt ihr noch zu tun? 1 und 16. Und das ist ja auch schön, ne? Wenn man sich das nur mal anguckt. Die Holzfacharbeiter machen hier einen auf Metallgießer. Nur habe ich so das Gefühl, dass wir nicht unbedingt Plus machen. Oder? Nee, das war jetzt ein... Hier, weißt du, hier lag... ist ein Otter drüber gelaufen und der hat das alles nass gemacht. Deswegen ist der gestürzt, der Idiot. Ja. Aber es arbeiten alle, also insofern, naja, immer mal wieder nicht.
Untätige Bediener. Aber insgesamt läuft das, guck mal hier, der grüne Streifen, das läuft doch super. Kann man, also da kann man doch wirklich nicht meckern. Ist euch mal aufgefallen? Ich meckere in den letzten Aufnahmen weniger, ne? Über dieses Rattenpack. Hab sie wenig bis gar nicht beleidigt. Ich hab sie sogar zwischendurch gelobt. Wenn jetzt einer schreibt, gibt uns den ordentlichen Fussel zurück. Wir wollen diese Beleidigung. Nein, nein. Ja, da wird einfach was liegen gelassen, alles klar. Komm, noch einmal gießen. Kui. Kui? Dann lassen wir das eben reparieren. Ist ja alles fertig, da müsste ja hier nur noch zusammengeklöppelt werden. Ne? Was dann bedeutet, dass wir den nächsten Plan erstellen können. Aber ich frage mich, ist das jetzt jedes Mal wirklich notwendig, einen neuen Plan zu machen? Mach doch Plan 1. Ist doch einfacher. Dass ich jedes Mal einen neuen Plan machen muss, ne? So, was haben wir denn? Wir brauchen 42,50. Diesmal ist hier Haltbarkeit, ist das, ne? Ist das Haltbarkeit? Ne, Stiel. Das ist Haltbarkeit, Stiel und Bratwürstchen. Grillheit. Okay, also hier haben wir mal die ersten zwei Grillheit. Machen wir erstmal schön billig. Metallstrangguss. Ne, dann nehmen wir den, weil wir einfach durch dieselbe Arbeit mehr bekommen. So. 8 bis 10, 3 bis 6, 4 bis 6. Hier könnten wir jetzt 8 bis 11, 2 bis 3. Hier könnten wir jetzt mal einen Holzgriff dran löten, oder? Schön das billigste Holz nehmen. Die Metallwanne, da bleibt ja nicht viel über. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel brauchen wir denn? 7 bis 10. Das ist Gießen Plus, das habe ich noch nicht. Der hat 6. 6, 6, 4, 3 bis 5, also es ist dieselbe Arbeit, aber 4 bis 6, 2 bis 4, 5 bis 7, dann würde ich eher den nehmen, ne? Dann haben wir das nämlich fertig und machen hier automatisch ein bisschen Plus. Ich nehme aber mal wieder das Billigste vom Billigen und dann gucken wir gleich mal, ob wir es hinkriegen. Wir brauchen noch 6 hiervon und 10 davon. Gut, dann müsste ja 15 bis 40... Auch wieder das Billigste. Hier müssen wir mal gucken. 8 bis 10. Oder wir gehen auf Kunststoff oder Holz. Wir können auch auf Holz gehen mal, ne? So. Machen wir einfach mal Holz. Ich meine, ich weiß zwar nicht, warum da Holz kommen soll, aber pff, mein Gott, ne? So, wir sind bei 38, wir brauchen noch 4. So, haben wir alles erfüllt, ne? Brauchen wir 4 Tage. Ich markiere das mal eben. Und dann machen wir mal wieder hier... Ihr seht, das ist schon ein relativ komplizierter Plan, ne? Also das muss man ja sagen. Der ist schon nicht ganz einfach. Und deswegen ist das auch immer vielleicht für euch ein bisschen langweilig hier. Aber ich versuche natürlich jetzt mal so schnell wie es geht, das alles hinzukriegen. Zusammenbau ist wieder hier. Und durch diese Markierung, ne, dadurch, dass ich das ja alles markiere, wird halt alle Aufgaben automatisch verteilt. Ich muss also nicht jeden einzelnen Auftrag machen. So, hier ist die Drehbank.
wir haben alles. Und er sagt, wir brauchen 4 Tage. Und wir haben 7 Tage Zeit. Ja, dann können wir ja loslegen, ne? Alles klar. Und den nächsten Grill. Weil wir brauchen Geld. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen nicht so richtig vom Fleck, was das Geld angeht. Wir müssen mal in einen größeren Auftrag gehen. Mal gucken, was wir gleich machen können. Weil es wird halt in ganz vielen Variationen jetzt der King-Grill hergestellt. Ob das so sinnvoll ist, lasse ich mal im Raum stehen. Aber ihr seht, ne, hier wird jetzt schön alles eingelagert. Der LKW wird relativ schnell leer gemacht. Ein paar Arbeiter holen sich schon mal Material ab. Die haben schon keine Lust mehr. Ja, aber alles leer. Perfekt. Jetzt muss noch ein King-Grill gemacht werden, dann können wir den auch schon wieder verkaufen. Einmal bitte reparieren. So, ein Teil vom Grill ist fertig. Da muss jetzt nur noch eben zusammengeklöppelt werden. Und die ersten Teile für den neuen Grill kommen schon. Er macht das jetzt hier und dann verdienen wir ein bisschen Geld. Ja, so einfach ist das. Schön. Oder auch nicht. Was fehlt denn noch? Es fehlte nur einer, der so blöd ist, den mal zusammenzuklöppeln. Alles klar. Ich warte mal, bis die Sachen so verteilt sind, ne? Gut, einer räumt wieder von links nach rechts. Na ja, das kennen wir ja schon. Ich bin positiv überrascht, wie effizient das hier läuft mittlerweile. Also Metallbearbeitung, obwohl das ein relativ großes Gebiet mittlerweile ist, läuft das schon ziemlich gut. Das Einzige, wo ich halt ein bisschen Sorge habe, ist, dass wir irgendwie Geld verlieren. Ja, die Sorge ist berechtigt, ne? Moment, nochmal gucken. Zahlung erhalten, 8.400. Warum habe ich denn nur 8.400 bekommen? Also Miete ist schon ganz schön teuer. Neues Inventar. Ich habe noch mal irgendwas gekauft. 3.233. Was habe ich denn noch gekauft? Meilenstein geschafft. Was? Super, du hast es geschafft. Deine Leitung hat deine Leitung hat deine Fabrik auf ein neues Level gebracht. Halte im F- und E-Bereich nach diesen tollen neuen Sachen Ausschau. Schau dir die coolsten Verbesserungen für deine Fabrik an. Verfügbare Punkte 8. Ach so, Forschung und Entwicklung, ja. Alles klar. Sekunde, was haben wir denn? Arbeitsplatzoptimierung. Erhöhe die Effizienz aller deiner Arbeitsplätze und reduziere die Zeit, die du für Aktionen benötigst. Service-Routinen. Setze eine strengere Säuberungs- und Ölroutine bei deinen Arbeitsplätzen um. Diese reduziert im Laufe der Zeit die Menge an benötigtem Service und Wartung. Die Dinge haben wir schon. Freiwillige Arbeiter. Nutze deine Beziehung zur öffentlichen Gemeinde, um die Hilfe einiger zusätzlicher Arbeiter zu erhalten, wenn du sie wirklich brauchst. Nützlich an arbeitsreichen Tagen oder wenn die Arbeitskraft ausfällt. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Angestelltenobergrenze können wir verändern. Wir können hier noch ein weiteres Praktikumsprogramm machen. Ja, also, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal zum Beispiel die Arbeitsplatzoptimierung auf jeden Fall wählen, oder? So. Arbeitsplatzausbildung haben wir schon. Komm, dann nehmen wir das Ding jetzt auch endlich mal. Marktmanipulation noch nicht, ne? Nee. Freiwillige Arbeiter weiß ich nicht. 5 Punkte hier einsetzen. Ja, auf der anderen Seite kommen, machen wir. So. War krass, ne? Wir haben nur noch den Meilenstein. Och, nö. Liefer insgesamt 800 Produkte eines beliebigen Typs und einer beliebigen Schwierigkeit. 800 Produkte. Na, ist klar.
Schließe die ultimative Herausforderung für mindestens zwei verschiedene Kunden ab. Das haben wir automatisch mit erreicht. Erreiche ein höheres Eigenkapital und einen höheren durchschnittlichen Umsatz als die Erzfeind GmbH. Durchschnittlichen Umsatz. Das heißt, wir müssen hier, weil hier sind wir ja schon besser. Das heißt, nee, aber der ist minus 16. Was hat er gesagt? Durchschnittlichen Umsatz. Das wäre doch das, ne? Naja, gucken wir mal. Och, das wäre aber schade, wenn ich jetzt schon alle Herausforderungen abgeschlossen habe. Das wäre aber blöd. So, ich habe gerade die Lieferung mit dem Kielgrill bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren schon, während ich sie auspacke. Also, 22.000 Krisse und Erfahrung Krisse auch. Klasse. Danke. Ach, das wäre aber schade. Nee, ich will noch ein bisschen spielen. Bin doch noch lange nicht am Ende. Nee. Die 800, die werden wir nicht so schnell schaffen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ehrlich, das ist ja doof. So. Komm, mach mal eben die King-Grille fertig. Aber die könnten ruhig noch eine Herausforderung mit einbauen, finde ich. Aber ist halt blöd, ne? Ein Let's Play am Laufen zu halten, wenn du keine Herausforderung mehr hast. Da muss man sich selber welche setzen. Zum Beispiel Millionär werden. Nee, also ich will das auf jeden Fall hier erstmal noch alles gehört, ne? Ich will alles. Alles will ich. So. Ganz klares Ziel. Aber effizient sind wir ja schon. Schon wieder ein Bildfehler. So, was hat denn der Markt zu bieten? Also fortgeschritten. Oh, man könnte einen King-Grill herstellen. Nee. Wir gehen mal auf Mitte. Ne. Auch nicht so geil, ne? Der verschwindet vom Markt. Das macht keinen Sinn. Der geht hoch. Dafür geht die Menge runter. 1.100, 1.300 sind wir jetzt schon, Tendenz steigend. Produkt planen. Was brauchen wir denn? 2 bis 3. So, wir nehmen erstmal wieder das Billigste. Hier nehmen wir das Teure. Wir müssen hier auf jeden Fall besser werden. Hier nehmen wir das Teure. Jetzt brauchen wir noch 3, ne? Ja, perfekt. Das ist halt, wie viel wollte der Markt haben? 39. Tendenz steigend. In beiden Fällen. Ne, Tendenz sinkend. Okay, also hier nochmal 30. Aber die geht hoch. Dann mach doch mal 30 Stück. Neun Tage. Echt? Das ist aber viel, ne? So. Gerade Schnitte 200 machen wir hier, ne? Kleben. Kleben machen wir hier. Krumme Schnitte machen wir hier. Zusammenbau machen wir immer noch hier. Machen wir, ne? Machen wir 17.000 plus. Warum denn nur so wenig? Warum ist denn... Wir kriegen so viel 13.000 Löhne. Die fressen die kleinen, fetten Gnome, ne? Fressen uns die Haare vom Kopf. Das ist das Problem. Wir haben zu viel Personal. Schade. Nee, aber du willst du machen, ne? Auf der anderen Seite ist dieses System natürlich auch auf die Helfer hier angewiesen. Ne, dass die das alles jetzt hier schön erstmal einlagern, dass die LKWs immer schnell ausgeladen und eingeladen werden.
Hier ist aber auch nichts, was mir gerade viel Geld bringt. So ein 100.000er Auftrag wäre mal wieder was Schönes. Aber irgendwie komme ich nicht so richtig aus der Hütte da unten raus, oder? Ja, wir machen immer Minus. Wie kann denn das sein? Ist aber nicht so gut. Personalkosten fressen uns auf, ne? Woher sind 3.000? Miete? 7.000? Immer noch neues Inventar. Ich kaufe doch gar nichts. Sehr, sehr seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Na gut, ich lasse mal ein bisschen arbeiten und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie sich das entwickelt. Ob wir mal so langsam wieder in die Gewinnzone kommen und ein bisschen Geld sparen, jetzt wo ich hier nichts kaufe. Weil ich brauche Geld für die neuen Maschinen und für den Umbau. Und wir sind gefährlich nah an der Insolvenz. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nun, wenn euch aber das Let's Play gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Finde ich immer so super. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Little Big Workshop. Oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.